Was denn jetzt? Zug!
Bitte!
Bahn lange. Sonst ist noch diese Schichten hier mit der Höhe, die die Leute retten. Ja. Und dann müsste auch noch die Phase kommen, wo die von der Berufsfeuerwehr nach Köln kommen. Hast du aber noch einen Gerätewagen? Ich habe noch den Gerätewagen. Schafft ihr es zusammen mit der vierten Einsatzeinheit, ja, die Gerätewagen, da einen Bereich für die Dreierpatienten zu betreiben? Ja, durchs Mittel schießen wir hier. Das können wir so machen. Da können wir auch langfahren, ne? Also ich weiß ja nicht, ob es anderes mitgeteilt okay, wird. Okay, dann ist gut. Ja? Okay. Thank you.
Was geht runter? Was geht runter? Ich bin die einzige, die runter. Was haben wir denn auf der
alarmiert worden mit dem Stichwort Explosion auf dem Tankschiff. Infolgedessen wurden die ersten Kräfte hier entsendet, sodass wir relativ schnell feststellten, es handelt sich um einen Massenanfall von Verletztenlage, mehrere Verletzte, unklare Lage derzeit und zu diesem Zeitpunkt. Und daraufhin wurden eine ganze Menge weiterer Kräfte angefordert, die dann auch letztendlich in den Einsatz kamen. Ja, die Lage war relativ unübersichtlich. Es stellte sich raus, dass das Schiff im hinteren Bereich brennt. Es lagen mehrere Verletzte rum auf dem Schiff, neben dem Schiff, beziehungsweise hier in dem näheren Bereich. Diese wurden relativ schnell von den erst anrückenden Kräften natürlich gerettet und in Sicherheit gebracht vom Schiff. Dass das Schiff gebrannt hat, dachte ich bereits. Es wurden umfangreiche Löschmaßnahmen natürlich sofort eingeleitet. Weitere Kräfte wurden alarmiert. Aufgrund der Mannflage, der Mannvorlage, wurden natürlich auch Rettungsdienstkräfte alarmiert in recht großer Zahl. So dass wir letztendlich, aktuelle Zahlen sind 35 Verletzte. Die wurden dann halt entsprechend auf die Krankenhäuser hier verteilt und vor Ort versorgt, natürlich vorher, und dann in Sicherheit gebracht. Und jetzt derzeit laufen die letzten Maßnahmen. Die Verletzten sind jetzt soweit gerettet. Die restlichen werden jetzt gerade vom Schiff gebracht und dementsprechend dem Krankenhäuser zugeführt. Derzeit sind 155 Einsatzkräfte hier vor Ort. Wir haben Kräfte aus dem Rheinkreis Neuss. Wir haben teilweise Kräfte aus Köln da, die ATF aus Köln, die analytische Taskforce, das sind Spezialisten für Mess- und Warnwesen. Wir haben Rettungsdiensteinheiten hier vor Ort, die derzeit sich hier um die Verletzten kümmern. Wir haben die DLRG vor Ort, die sichern die Einsatzkräfte vor Wassergefahren ab. Die Wasserwacht ist hier vor Ort, das technische Hilfswerk ist vor Ort. Und ja, und wir sind insgesamt, da sagte ich ja schon, 155 Kräfte. Wir haben 75 Fahrzeuge im Einsatz aktuell. Ja, und aktueller Stand sind 35 Verletzte.